Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit einem neuen Unboxing. Entschuldigt das da, was da im Hintergrund ist. Also ich hoffe, in der Aufnahme hört man es denn nicht mehr so deutlich. Die machen oben die Wohnung. Und da sind sie heute schon den ganzen Tag am Bohren und Kloppeln und machen und tun und die letzten Tage überhaupt. Vorher haben sie den Schornstein oben weggerissen. Deswegen ist es ein bisschen laut. Ich kann hier auch nicht ein paar Wochen warten, bis das fertig ist. Deswegen machen wir leider Unboxing, Hardware-Check mit dem lauten Hintergrund. So. Und zwar habe ich hier eine Bluetooth-Box bekommen von Cambridge Audio. Also ich wurde gefragt, ob ich die mal vorstellen wollen würde, und habe gesagt, noch mal. Und zwar Jojo. Ich zoome euch mal ran. Das ist Cambridge Audio. Hier ist dann die Box nochmal abgebildet und ein paar Daten. Und wir haben Bluetooth. Ach so, hier das mit dem N. Wo ich wieder auf den Namen nicht komme, was sie jetzt bei den neuen Vodafone-Karten auch Standard eingebaut haben. Strom, Akku und Telefonat. Ich halte mal ran. Und dann werden wir das mal auspacken. Gucken, was da alle drin ist. Und dann auch testen. Meine Frau hat sie ja gleich... Also meine Frau ist eigentlich sonst nicht so für Technik. Aber wo sie das gesehen hat und ihr gesagt habt, Bluetooth-Box, da war sie gleich begeistert. Oh, ich brauche ja noch eine Bluetooth-Box für ihre neue Wohnung. Also wo sie bauen gerade, was ihr hier gerade hört. So, müssen wir nur kurz das hier abmachen. So. Könnt ihr auch mal reingucken. Das ist die Bluetooth-Box. Müssen wir nur noch hier reingucken, was hier noch drin ist. So, dann können wir das nämlich hier nach hinten packen. Können wir mal reingucken, was hier alles ist an Einzelteilen. Einmal Stromkabel. Hier nicht wundern, da ist jetzt momentan nichts drauf. Das ist dann, denke ich mal, wieder für mehrere Länder. Dann ein Adapterkabel für das Handy. Wartet mal, ich muss die auf die gleiche Höhe bringen, dass ich euch das besser zeigen kann. So. Stereo. Ach, da sind die hier schon rausgefallen, die Adapter. So, und dann haben wir hier noch eine Anleitung, die sehr schön verpackt ist. Das gucken wir uns dann nachher an. Also wenn die Box nur halb so wertig verpackt ist, halb so wertig ist wie die Verpackung. Achso, hier ist gar nichts drin. Ist das geil. Achso, da waren bestimmt die Kabel drin. So, dann können wir das auch nach hinten packen. Und dann haben wir als Adapter erstmal das. Das hier für USA mit dem Loch. Das mit dem Plastikstift ist England und das ist Deutschland. Geht euch ganz leicht, kennt ja der eine oder andere schon. Ich muss nur gucken, wo was ist, so rum. Einfach ran, zack und drin und dann ist es wirklich fest. Also da geht auch nichts kaputt oder irgendwas dergleichen und ihr habt Strom. So. Dann gucken wir uns noch schnell, bevor wir die Box angucken, an was hier mit bei ist. Wir haben eine Info und oh, das ist, also das ist
mehr als nur eine Sprache, weil es ist alles bebildert. Gestensteuerung funktioniert da auch für Play, Pause, vor, zurück. Also wenn das nicht geil gelöst ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Also das ist wirklich eine Anleitung, die jeder Depp versteht und egal welche Sprache, weil es sind richtig schöne große Bilder. Bunt mit Zahlen. Zahlen sind ja überall gleich. Eine 1 ist eine 1 und eine 2 ist eine 2. Also wenn das nicht geil ist. Also so eine Anleitung würde ich mir wirklich öfters wünschen. Ich gucke ja meistens in die Anleitung nicht rein, aber wenn es denn mal so ist, würde ich mir sowas wünschen, würde das wirklich für jeden. So, jetzt müssen wir gucken, wo hier was ist. Hier. Ich habe mir auf der Seite von Cambridge Audio schon ein paar Geräte angeguckt. Also die Bluetooth-Box nicht, ich hatte mir vorher schon mal was angeguckt. Die haben richtig geile Soundsysteme. Und dann habe ich eine Anfrage gekriegt und dann habe ich mir halt die auch angeguckt und habe mich halt für eine Farbe entschieden. Oh, die sieht geil aus. Hier haben wir dann nochmal Plastik oben drauf, da können wir mal abmachen. Great British Sound. Wir können hier unten einen USB-Anschluss reinmachen. Wir haben hier Strom, einen Knopf haben wir, den Klinkenstecker. Wir haben so ja eine Funktion, dass wir die Box auf ein Stativ machen können. Aber was richtig cool ist, hier praktisch, da ist der USB und da ist der Power und so. Und wir können das, wenn wir das hier rausleiten, wenn wir das so hinstellen, geht das nach hinten weg. Also dass wir praktisch vorne kein Kabel, kein gar nichts sehen, obwohl wir vielleicht Strom und weiß ich was angeschlossen haben. Aber das werden wir dann im Hardware-Video uns genauer angucken. Hier haben wir dann das Logo drauf. Also dieser Kreis mit innen drin, den Kreis. Hier dann Great Britain. Great British Sound. Dann haben wir hier nochmal Plastik. Das machen wir mal weg. So. Ah, das ist der. So, da auch nochmal so was. Und das ist hier sozusagen, ihr seht das, der Bass. Würde ich jetzt mal sagen, oder der Lautsprecher an sich. Da bin ich mal sehr gespannt. Dann haben wir oben die Bedienelemente. Das werden wir uns dann alles im Hardware-Video angucken. Von meinem ersten Eindruck, wenn ich mir das Ding jetzt hier angucke, so einfach durch raufgucken und festhalten, ist es echt klasse verarbeitet. Der Stoff fühlt sich richtig schön an. Hier guckt auch kein Stofffitzel irgendwie raus oder scharfe Kante, Plastik irgendwo. Sehr schlicht, aber auch gleichzeitig sehr hochwertig verarbeitet. Und dann werden wir gleich im nächsten Video mal schauen, was das an Leistung bringt. Und dann gucken wir uns dann die ganze Sache auch nochmal ganz genau an. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video. Da werden wir das auch gleich mal mit testen. Hardware-Check werde ich dann später machen, wenn ich dann eine Weile getestet habe, beziehungsweise meine Frau das getestet hat. Oder wir zusammen das getestet haben. Aber jetzt kommt gleich noch das Hardware-Video. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oben da. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.